Ich bin ein absoluter Redback-Fan und wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, was ich meine, Redback, dieses Online, der Online-Shop, auf dem ihr wirklich schöne Geschenkideen, schöne verrückte Geschenkideen finden könnt, da bin ich wirklich ein Fan. Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht und zwar ging es da um die roten Lautsprecher-Pumps, die kann ich euch gerne unten nochmal verlinken, in die ich mich wirklich verliebt habe und die auch einen Ehrenplatz auf meinem Schreibtisch haben. Aber natürlich war es auch mal wieder an der Zeit, ein bisschen was zu testen und ich habe mir da was ausgesucht, was ich unbedingt haben wollte, um es zu testen. Also da wollte ich wirklich es unbedingt haben, denn ich finde die Idee wahnsinnig schön. Und zwar handelt es sich um das hier. Das sieht doch schon mal wahnsinnig toll aus. Und zwar Make Your Own Lip Balm. Das Ganze ist von The Homemade Company. Das kommt aus Amerika. Und Redback tut dieses süße Geschenkpaket verschicken. Ich fand die Aufmachung einfach wahnsinnig süß. Also müsst ihr auch sagen, das sieht doch wirklich süß aus, oder? Also es ist wirklich sehr mädchenhaft und einladend. Und das Ganze ist in so einem Karton. Ich möchte euch heute gerne zeigen, wie das funktioniert und ich möchte mit euch schauen, ob es sich rentiert, so etwas zu holen. Ihr könnt im Prinzip wirklich euren eigenen Lip Balm machen. Ihr habt da in diesem Paket rosa glitzerne Farbe mit drin. Es gibt von der Homemade Company selbst natürlich noch mehr. Da gibt es, glaube ich, Schokolade und. Aber Redback hat im Moment leider nur diese Version. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Direkt schon mal, um den Preis vorwegzunehmen, das kostet 20 Euro. Und ich möchte euch jetzt gerne einfach mal den Inhalt zeigen und dann machen wir das Ganze zusammen. Denn an und für sich soll es eigentlich gar nicht so schwer sein und da lasse ich mich natürlich gerne überraschen. Also ich mache das jetzt mal auf und so sieht das dann drin aus. Ja. Ich zoome euch so. Hier ist als erstes eine Beschreibung, die leider Gottes nur auf Englisch ist. Da war ich wirklich enttäuscht, denn ich hatte mir echt gewünscht, dass sie auch auf Deutsch ist. Kommt aber natürlich aus einem amerikanischen Unternehmen. Ich meine, da kann man jetzt auch nicht viel meckern. Es ist alles auf Englisch. Alles auf Englisch, alles auf Englisch, alles auf Englisch. Ich persönlich hatte schon einen Blog-Eintrag zu diesem Produkt gemacht und hatte da die Beschreibung reingeschrieben. Aufgrund dessen werden wir heute mit meiner Beschreibung arbeiten, die ich schon übersetzt habe, weil sonst würde ich mir selbst auch schwer tun. Also ich kann Englisch, aber natürlich muss man dann immer erstmal überlegen und muss vielleicht im Internet nachgucken, was heißt jetzt das und das Wort. An und für sich aber auch eine ausführliche Beschreibung und wenn ihr das euch holen solltet und ihr könnt kein Englisch, dann guckt ihr auf meinem Beauty-Blog, denn da ist die Übersetzung drauf. So einfach machen wir das jetzt. Dann kommen wir zu den ganzen anderen süßen Produkten. Also das sieht natürlich schon mal echt putzig aus. Und wir fangen an mit der Kakao-Butter. Ihr seht, so sieht das aus. Das ist hier so drin. Und das sind ganz viele kleine Butterstückchen sozusagen. Das ist einmal drin. Dann haben wir das Mica Powder. Und das Mica Powder ist die Farbe. Das heißt, ihr habt hier in diesem Falle natürlich die Möglichkeit, einmal einen Lip Balm zu machen ohne das Mica Powder. Ihr könnt aber natürlich auch das Mica Powder reintun. Ich werde dieses Mica Powder reintun, weil ich mag diese leicht rosa Farbenen und ich glaube, das sieht auch ganz süß aus. Dann haben wir, was wir natürlich unbedingt brauchen, auch das Bienenwachs. Das ist mir leider gebrochen. Ich finde, diese Kleber hier, wo drauf steht, was es ist, total süß. Die sind überall und ich finde, das ist auch einfach sehr liebevoll und nicht einfach nur so draufgeschrieben. Also ich finde, das macht das Ganze auch echt total sympathisch. Hier haben wir auf jeden Fall Bienenwachs.
Dann haben wir 1, 2, 3, 4 solcher Behälter, 4 solcher Dosen, die sind zum Aufdrehen. Und da könnt ihr euren selbstgemachten Lipbalm reintun. Ole, ole. Dann haben wir hier 4 Sticker. Die könnt ihr dann oben drauf kleben, falls ihr möchtet. Dann steht da Homemade, also das heißt zu Hause gemacht. Und da kann man dann zum Beispiel noch reinschreiben für Luise, Magdalena oder Schlag mich tot. Dann haben wir ein Geschenkband in lila. Dann haben wir hier 4 Geschenktüten, die man dann natürlich logischerweise mit dem hier zumachen kann. Und dann haben wir noch ein Holzstäbchen. Warum, weshalb, wieso, seht ihr später. Das brauchen wir auch. Ja, und das war's. Also ihr habt insgesamt 4 dieser Döschen. Und also ihr seht schon, es ist eigentlich schon sehr darauf ausgelegt, dass man das ganze fertige Produkt letztendlich verschenkt. Ich finde, es ist aber auch eine süße Idee, wenn man sowas verschenkt für jemanden, der es macht, um es dann zu verschenken oder es selbst zu behalten. Also ich finde, das ist einfach wirklich süß. Die ganze Aufmachung, eine ganz tolle Idee. Und ich bin jetzt natürlich gespannt, wie einfach die Anwendung ist und werde mit euch jetzt mal in die Küche zum Herd laufen und dann werden wir darüber reden, wie das funktioniert und werden schauen, ob es einfach oder schwer ist. Also dranbleiben! So, als erstes entschuldige ich mich jetzt schon mal für den Lärm im Hintergrund. Die machen gerade hier vorne an der Straße, machen die irgendwie die Straße auf, beziehungsweise den Gehweg, um das, glaube ich, ein bisschen zu erneuern. Keine Ahnung. Also ich kann leider das Geräusch nicht verringern. Tut mir wirklich leid. Und ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen. Ich habe mir jetzt mal mein iPad geholt, denn die Beschreibung habe ich natürlich auf meinem Beauty-Blog. Den habe ich schon bereits geschrieben, um auch einfach die deutsche Anleitung ein bisschen zu bringen. Das hier ist meine Seite. Ich glaube, das könnt ihr gerade schwer sehen. Und hier seht ihr schon meinen Lipbalm. Und ich habe hier natürlich wie immer ein paar Fotos gemacht. Und auf meinem Beauty-Blog gehe ich natürlich auch immer ein bisschen mehr auf die Produkte ein. Und auch übers Unternehmen. Also bin da auch immer sehr ehrlich. Und hier ist die Beschreibung. Und die gehen wir jetzt durch. Denn wir brauchen neben diesem Set noch 3 einfache Sachen. Das ist einmal 25 ml Öl. Ihr könnt Sonnenblumenöl nehmen oder Olivenöl. Wir brauchen eine Pfanne und wir brauchen Krepppapier. Das mache ich mich jetzt zusammen und dann machen wir weiter. So, jetzt lasse ich erstmal das Öl kurz in der Pfanne heiß werden. Es soll sehr, sehr schön heiß sein. Und in der Zwischenzeit gehe ich schon mal hier hin und breche mir das Bienenwachs ein bisschen auseinander. Das Bienenwachs riecht richtig geil nach Wachs. Ihr kennt bestimmt diese Wachskerzen, die dann so nach Honig riechen. Und genauso riecht dieses Wachs hier. Es ist nicht unbedingt so knackig, also es lässt sich nicht unbedingt leicht jetzt hier zusammen beziehungsweise auseinander machen, aber das kriegen wir schon hin. Mit einer Hand ist es besonders schwer. In der Zeit wird jetzt mein Öl heiß. Das waren jetzt 25 ml. Ich dachte am Anfang erstmal, das ist wenig, aber in der Pfanne sieht das doch relativ nach viel aus. So, und dann werde ich auch gleich hier das Holzstäbchen nehmen, um das um das Ganze umzurühren. Vielleicht klappt es damit ja gut. Und dann schauen wir mal weiter. So, das Öl ist mittlerweile schön heiß und nun gebe ich hier einfach mal das Bienenwachs rein. Und wie wir sehen, ich dachte jetzt, das sprudelt, löst sich das direkt auf. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das ist schon mal sehr interessant. So. Dann rühre ich das ein bisschen um. Jetzt stelle ich das Ganze runter, denn man soll es auch runterdrehen. Und ich habe auch gerade einen Fehler in meinem Blog-Eintrag gefunden, denn ich habe ganz vergessen, die Kakaobutter mit reinzuschütten. Die packen wir jetzt auch hier mit rein. Und man soll das Ganze umrühren. Hier reicht es aber einfach ein bisschen rumzuschwenken. Und das war es auch schon. Jetzt ist alles aufgelöst, wie ihr sehen könnt. Ich kann euch gerne nochmal ranzoomen, damit ihr das seht. Es sieht alles aus wie einfach nur ein bisschen Flüssigkeit. Und nun stelle ich das auf die Seite und mache die Herdplatte aus. Und jetzt kommt das Mica-Powder, welches ich reinfülle. Jetzt hoffe ich, klappt das. Jetzt fülle ich hier das Mica-Powder rein.
Also ihr seht, das ist das, aber das sieht wirklich wunderschön aus. Warte, tut mir leid, dass ich jetzt hier so sit mache. Also das sind wirklich wunderschöne Farbpigmente, die auch schön glitzern. So. Und jetzt, ich habe heute mal die Kamera in der Hand, deswegen merkt ihr auch, dass es hier alles ein bisschen unregelmäßig ist. Jetzt gebe ich das hier langsam so rein. Okay, ich merke gerade, dass es mit dem Holzstäbchen nicht wirklich funktioniert. Moment. Dann machen wir es mal so. So kann man das wirklich, glaube ich, am besten... Oh, schaut mal, wie sich das entwickelt. Oh, richtig schön. Oh, ist das traumhaft. Das ist ja wirklich richtig, richtig schön. Also, rumrühren reicht, wenn ihr das wirklich so ein bisschen die Pfanne schwenkt. Und ihr seht also wirklich, was ein bisschen Farbe ausmacht. Das hat einen so tollen Metallic-Effekt. Wow, ich bin echt hin und weg von der Farbe. Die sieht toll aus. So, und jetzt soll man das in einen Messbecher geben und dann in die kleinen Schälchen umfüllen. Das heißt, das war's schon. Und das mache ich jetzt mal schnell. Und jetzt habe ich das hier umgefüllt. Hier kann man nochmal echt sehen, was das für eine wunderschöne Farbe ist. Also ich bin wirklich hin und weg. Und jetzt versuche ich das einfach mal hier irgendwie reinzufüllen. Ihr könnt gar nichts so wirklich sehen. Wir machen es mal so. Ich muss nur aufpassen. Oh ja, das klappt. Oh, sehr schön. Aber irgendwie glaube ich gerade nicht, reicht das wirklich für vier? Das muss man ein bisschen einteilen. Aber das scheint wirklich gut zu reichen. Und da kann ich hier sogar noch ein bisschen nachfüllen. Und auch hier, also es reicht auch wirklich perfekt. Das ist wirklich super. Und das ist im Prinzip schon alles gewesen, was wir machen müssen. Jetzt heißt es nämlich nur noch abwarten. Und oh, ich merke schon, hier zieht das schon gerade voll an. Oh, das ging aber jetzt schnell. Schaut mal hier. Das Bienenwachs zieht wirklich schon an. Super krass. Hier kann man das sehen. Das war jetzt innerhalb von ein paar Sekunden. Das heißt, ich werde jetzt schnell die Pfanne auswaschen und dann warten wir 15 Minuten, bis es ein bisschen abkühlt. So, ich bin fertig. Soll ich euch was sagen? Das Ganze hat jetzt insgesamt 5 Minuten gedauert. Ich bin ein bisschen überrascht. Also, dass es so schnell geht, damit hätte ich nicht gerechnet, ja? Das Schmelzen in der Pfanne, das ging so schnell. Also da musste man auch nichts mehr runterdrehen, groß oder sonst was. Also das war so super fix. Die Farbe hat sich super leicht in der Pfanne schmecken lassen. Das Ganze hat sich toll umfüllen lassen. Und ich habe es dann direkt in die Tiefkühlung gepackt. Und jetzt nach 2 Minuten war es auch wirklich schon fest. Und ich möchte euch das Ergebnis zeigen. Ist doch fest, ja. Und zwar sieht es jetzt so aus. Und so sieht der Lipbalm aus. Also ich finde schon, dass man ein bisschen einen Schimmer sieht. Und jetzt möchte ich natürlich auch mal gucken. Das Ganze ist auf jeden Fall... sehr angenehm auf den Lippen. Es schmeckt sehr nach Bienenwachs. Ich glaube, da könnte man bestimmt auch ein bisschen eine Geschmacksrichtung mit reintun, wenn man da irgendwas hat, vielleicht ein bisschen Zimt oder so. Aber an und für sich finde ich, ist es ganz schön auf den Lippen. Es fühlt sich toll an, die Lippen sind weich und ich finde auch, das ist eine wirklich tolle und super einfache, schnelle Idee. Und wenn jemand das auch selbst gerne macht, warum nicht? Also ich finde, das ist ganz, ganz toll und damit kann man sich selbst auch eine Freude machen. Ich werde die, denke ich, auf jeden Fall verschenken. Also denke ich. Ich werde eins für mich behalten, nämlich das, wo ich ein bisschen gepatzt habe. Das möchte ich jetzt ungern verschenken. Das werde ich für mich behalten. Das passt auch super in der Handtasche und alle 3 anderen werde ich verschenken. Und das ist das Produkt. Ich bin begeistert. Ich habe echt gedacht, das ist mehr Arbeit. Hätte ich das gewusst, hätte ich das
mal nach der Arbeit machen können. Für 20 Euro, finde ich, ist das eine schöne Idee. Und es macht einem Freude, weil es auch einfach so wirklich wundersüß aussieht, weil es einfach schön ist, weil es liebevoll gemacht ist. Und vielleicht ist das für Mädchen, für kleine Mädchen, eine ganz tolle Idee, wenn man denen das schenkt. Und für einen selbst oder auch einfach für so Beauty-Fanatikerinnen finde ich das eine ganz, ganz tolle Idee. Für die Schwester, für die Oma, für die Mama. Einfach toll. Und wenn man sowas schenkt, dann braucht man auch sonst nichts mehr. Also für mich ein super tolles Produkt. Und ich bin echt begeistert, dass ich das testen durfte und dass ich es getestet habe. Für mich mein nächster Favorit von Redback. Schon zwei Produkte, die ich absolut liebe. Und ich freue mich wirklich und sage danke Redback, wie immer. Und das ist einfach ein tolles Produkt. Ich verlinke euch das gerne mal unten. Lest mal auf dem Blog durch. Da stelle ich auch noch ein paar Bilder dazu. Und dann könnt ihr euch da eure eigene Meinung dazu bilden. Und ja, wir sehen uns einfach in den nächsten Tagen wieder. Und macht's gut. Tschüss.